denke ich an Europa, dann denke ich an Heinrich Heine in Paris. Ich denke an Friedrich Schillers Ode an die Freude und an Ludwig van Beethovens 9. Symphonie, aus der die Europahymne entstanden ist. Und ich denke an den französischen Präsidenten, der seine Siegesfeier mit dieser Europahymne begleitet. Liebe Deutsch-Europäer, ein Blick ins Geschichtsbuch zeigt, die Europäische Union ist das Beste, was uns je passiert ist. Endlich Frieden, Freiheit, Freizügigkeit, Kulturaustausch, Gemeinschaft und Vielfalt. Dafür haben wir vor ein paar Jahren den Friedensnobelpreis bekommen. Vieles muss geändert und verbessert werden. Den Menschen, die sich nach Europa retten, muss geholfen werden. Die großen Agrarkonzerne, die unser Grundwasser vergiften und die Erdböden verseuchen und dadurch schon so viele Tier- und Pflanzenarten ausgerottet haben und die verbliebenen immer weiter reduzieren, diese Konzerne dürfen durch die Europäische Union nicht noch milliardenschwer subventioniert werden. Die Interessen aller Menschen in Europa und die Belange der Umwelt müssen über den Interessen der Wirtschaft stehen. Wer die Europäische Union und die Gemeinschaft der europäischen Völker ablehnt, ist in meinen Augen dumm, denn er sägt an dem Ast, auf dem er selber sitzt. Wir brauchen ein starkes europäisches Parlament für uns. Bitte gehen Sie am 26. Mai unbedingt wählen.